Unsere Bruderschaft wird unvergänglich sein, weil der Boden, auf dem diese Pflanze wurzelt, das Elend der Welt ist. Und weil, so Gott will, es immer Menschen geben wird, die daran arbeiten wollen, dieses Leid geringer zu machen. So Bruder Gerhard, der im frühen Mittelalter in einem Hospital in Jerusalem den Grundstein für unseren Orden legte. Schon vor 900 Jahren hat uns der Glaube, die Bekenntnis zu Jesus Christus, die Kraft gegeben, unsere wichtigste Aufgabe zu erfüllen, den bedingungslosen Einsatz für unsere Nächsten. Und dieser Aufgabe stellen wir uns bis heute. Wir sehen Kinder als unsere Zukunft und wollen sie auf ihrem Weg begleiten. Wir kümmern uns um eine bestmögliche Betreuung, fördern eine gesunde persönliche Entwicklung und geben ihnen die Freiheit, die Welt zu entdecken. Auf spielerische, natürliche und behutsame Weise. Viele Jugendliche haben einen schwierigen Start ins Leben. Wir schaffen für sie neue Perspektiven und geben ihnen Mut. Wir unterstützen sie auf dem Weg zum Schulabschluss, fördern ihre Talente und den Teamgeist und erreichen so, dass sie lernen, sich selbst und anderen zu vertrauen. Je länger wir Menschen aktiv bleiben, desto besser geht es unserem Körper und Geist. Deshalb schaffen wir vielfältige Pflege- und Betreuungsangebote und sorgen dafür, dass auch Menschen im hohen Alter Geborgenheit und Wertschätzung erfahren. Gemeinsame Aktivitäten bringen Freude und schaffen gute Voraussetzungen für körperliche und seelische Gesundheit. Wir begleiten Menschen auf dem letzten Abschnitt ihres Lebens in Hospizen, sammeln Sachgüter und organisieren den Transport ins Ausland oder betreuen Menschen nach einem Klinikaufenthalt zu Hause durch unseren Besuchsdienst. Der Geist von damals, der aus dem Glauben und der Nächstenliebe entstand, ist bis heute präsent und lebt weiter in jedem Johanniter, und all den Menschen, denen wir helfen können.